Hallo zusammen. Mein Musikantenfreund Roland Zettel hat vor wenigen Tagen den Song A Taste of Honey ganz hervorragend interpretiert. Einen Link zu seinem Video findet ihr unten in der Beschreibung. Ich kannte bislang eigentlich nur die Version von Herb Albert und ich dachte mir, die spielst du jetzt einmal. Ein Style war schnell gefunden und zwar Jive, Tempo 165. Und beim nochmaligen Anhören der Version von Herb Albert in YouTube ist mir allerdings deutlich geworden, ich habe zwei Herausforderungen zu bewältigen. Zunächst einmal spielt die Band im freien Tempo ein ruhiges Intro, ungefähr Tempo 104. Und dann kommt ein dreitaktiger Break mit dem Übergang zur Hauptmelodie. Nun, wie kann ich das mit dem Begleitautomaten lösen? Meine Lösung: Ich habe das langsame Vorspiel in Intro 1 programmiert. Und den schnellen Break in Intro 2. In einem weiteren Schritt habe ich dann zwei Songbook-Einträge angelegt. Mit dem ersten Songbook-Eintrag wird das langsame Intro in Tempo 104 aufgerufen und ich kann beim Live-Spielen umschalten auf das Intro 2 mit dem markanten Einstieg in die Titelmelodie in Tempo 165. Das kann man übrigens auch während des Stücks sehr schön schalten, sodass ich immer wieder den Übergang zur Wiederholung eigentlich ganz gut mit dieser Technik hinkriege. Aber hört selbst!